Der Odenwälder Hans Schoreit ist eigentlich Udo Jürgens Fan. Doch der Song Der Mann ist das Problem auf dem aktuellen Album Mitten im Leben bringt Schoreit derart auf die Palme, dass er Udo Jürgens zu den Konzertorten wie hier der Rheingoldhalle in Mainz hinterherreist und singend gegen dieses Männerbild protestiert. Der Mann ist nicht solch eine Schreckgestalt, schreit was Gerades und das möglichst bald. Schreib ein Lied über den echten Mann, zeige auf, was er alles kann. Die Männer sind sensibel inzwischen. Die Männer setzen sich jetzt ein. Das hört jeder in den Nachrichten, auch wenn es noch zu wenig sind. Ich glaube, 200 Freiwillige haben sich jetzt gemeldet, die kämpfen, dass Ebola sich nicht verbreitet und so weiter. Und diese Männer kann man doch nicht alle, oder die Polizisten, die hier stehen, die kann man doch nicht alle als kriegslüsternd hinstellen. Die Reaktion des Udo Jürgens Publikums in Mainz auf den gesungenen Protest war verhalten. Nur eine Dame solidarisierte sich offen mit Schoreits Anliegen. Ist ein Beschützer. Ich finde es sehr gut, dass sich Frauen solidarisieren gegen Ungleichbehandlung. Ich bin ja auch eine Frau, ich bin da sehr dafür. Ich sehe aber auch, dass es zunehmend gegen die Männerwelt schlägt. Und meine Idee war, was wäre, wenn Helene Fischer ein frauenfeindliches Lied singen würde? Es würde ein Raunen durch die Bevölkerung gehen. Es würde Massenanstürme und Massenproteste geben. Und ich frage mich, warum sich Männer nicht gegen solche Lieder wehren. Es wird irgendwie verharmlost, es wird verniedlicht. Ich finde, es ist eine Gefahr. Was halten Sie von dieser Aktion? Weiß ich gar nicht, was der Herr möchte oder was er überhaupt machen will. Ja? Hat er auch ein Riesenpublikum? Ich sehe nämlich gar keinen. Ich weiß gar nicht, was er für ein Problem hat. Der Herr besingt ein Lied, auf dem Männer negativ dargestellt werden. Oh, das ist doch nicht schlimm. Vielleicht sollte sich mal Bochum anhören, Männer oder Grönemeyer oder sonst was, ne? Also ich denke, dass man das ihm sicherlich das Recht einräumen kann, hier zu demonstrieren oder das jetzt so seine Sicht darzustellen. Aber wenn man die Lebensleistung vom Udo sieht, was er über die Jahre auch für kritische Lieder auch dem Mann, auch auf die Frauen hinbezogen schon geschrieben hat. Ich denke an den Mann, der immer eben mal Zigaretten holen geht und dieses spießigen Bereich verlassen will. Also da kann man das insofern nur belächeln. Laut Platten Firma Ariola regt sich Udo Jürgens über politische Strukturen auf, die sich ausschließlich mit Machterhalt beschäftigen. Er habe einen ungebrochenen Hang zu gesellschaftskritischem Humor und Satire.